Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus und jetzt gibt es heute eine PvP-Runde und dafür lasse ich aber heute mal die Daily-Mission ausfallen und zwar aus folgendem Grund: Es ist schon wieder Rasputins Bunker als Mission aus der DLC-Map und die habe ich jetzt schon zweimal gezeigt in der Serie und ich würde viel lieber auch gern mal die Mission zeigen, die noch gar nicht dran waren, aber zum dritten Mal jetzt Rasputins Bunker zeigen möchte ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch für euch nicht so interessant, das nochmal zu sehen, weil am dritten Mal, wie ich das spiele, wird sich nichts daran ändern, außer dass ich vielleicht eine andere Waffe dabei habe. Aber die Map bleibt halt das gleiche, die Mission. Deswegen gibt es heute für euch eine Runde PvP auf Rostlande. Kontrolle mit meinem Jäger. Und gespielt habe ich mit der Waffe den Dorn. Den hatte ich dabei. Als Sekundärwaffe hatte ich die Schwertbrecher dabei, die Schrotflinte und entgegen aller Erwartungen als schweres Maschinengewehr. Und dann geht's auch hier gleich rein in die Runde und auf Rostlande, wenn ich auf dieser Seite spawne, laufe ich immer direkt zur B-Fahne, um ja da einfach schon die zweite Flagge kontrollieren zu können. Jetzt haben wir nämlich einen Vorteil im Gegensatz zu den Gegnern, dass wir schon zwei Flaggen haben, weil wir C und B haben. Die meisten rennen ja eigentlich nur zu C. Und ja, deswegen laufe ich ganz gerne zu B und hole mir die dann wenigstens auch noch, weil das macht am Ende mehr aus, wenn man am Anfang schon mal zwei Flaggen hat. So, hier ein bisschen zurückgezogen, weil da doch einige Gegner angekommen sind. Aber ja, ein bisschen Überblick behalten und dann habe ich mir die Fahne wieder sichern können hier mit dem letzten, den ich dann noch ausschalte. Jo, und jetzt kann ich mir die B-Fahne wieder zurückholen, ganz in aller Ruhe. Ja, oftmals ist es ganz sinnvoll, nicht immer direkt an der Flagge stehen zu bleiben. Wenn man sieht, es kommen mehrere Gegner an, dann zieht euch lieber ein Stückchen zurück. So, da waren ja hinter mir die Mauern, da war ich dann wieder ein bisschen in Deckung, konnte sie dann alle ausschalten. Hier habe ich ganz gut auf dem Radar gesehen, dass der da aus der Tür rauskommt. Dann einfach warten, lasst ihn doch rauskommen. Ihr seid dann im Vorteil. Ihr wisst, der kommt da aus der Tür raus, wartet doch, bis er rauskommt und zack, könnt ihr euch ihn sofort schnappen, wenn ihr das Radar gut im Auge behaltet. Hier, genau hier, ist das gleiche Situation. Auf dem Radar sieht man, dass sie kommen. Aber keine Chance, weil wir hier stehen hier mit drei Leuten an der A-Flagge. Und die haben wir so gut wie sicher. Der stirbt noch durch den Giftschaden vom Dorn. Also die Dorn, ja, ich wechsle im Moment im PvP immer ziemlich stark hin und her. Mal spiele ich mit der Falkenmond, mal spiele ich mit das letzte Wort oder die Dorn. Das sind so im Moment meine Lieblingswaffen in PvP. Ja, kennt man ja, dass ich Revolver spiele. So, und hier Arkus Klinge war auch am Start, habe ich auch noch nicht erwähnt. Hier schön über die Fusionswaffe von ihm überweggesprungen und ihn dann von hinten geholt, dass er mich damit nicht auslöschen konnte mit der Fusionswaffe. Ja, das waren nochmal schöne Kills hier mit der Arkus Klinge und danach noch im Nahkampf auch noch eingeholt. So, den, der oben reingesprungen ist, den habe ich gesehen, aber ich dachte, ist mir doch egal, soll er da reinspringen? Hier, die A-Flagge, da ist Action. Das ist viel sicher, viel wichtiger, dass die verteidigt wird. Und wie sterbe ich? Durch Round mit einer Fusionswaffe? Oder Round, oder wie der heißt? Mit einer Fusionswaffe. Ja, merkt euch das mal, den Name und die Waffe. Schwere Munition gehabt. Mein Erzfeind in dieser Runde, sozusagen. Ja, und ich war in der Runde wirklich mal darauf aus, wirklich viel rumzulaufen, Action suchen und habe mir dann auch immer die dritte Flagge noch geholt, weil ich dachte, ey, ich bin alleine hier ohne Freunde in der Party oder sowas. Komplett solo habe ich mich angemeldet in PvP, alles randoms. Dachte ich so, ey, ich versuche das Beste draus zu machen und versuche wirklich alle Flaggen mich drum zu kümmern. C, A, B, egal. Alle müssen irgendwie verteidigt werden und zurückgeholt werden. Und deswegen bin ich ziemlich viel am Rumrennen hier in der Map. Man kennt das ja auch sonst aus anderen Gameplays bei mir, dass ich sonst immer ein bisschen ja, vorsichtiger vorgehe, die Gegner kommen lasse, wenn wir zwei Flaggen haben. Aber heute war ich mal auf Action aus und bin rumgerannt wie ein Irrer. Hier wieder gestorben, Warlock-Nahkampf. Weil ich war auf den drin noch konzentriert, den ich auch mit meinem Giftschaden noch holen konnte. Und habe den, der da von der Seite gekommen ist, wirklich nicht realisiert.
Da muss man echt aufpassen. Ja, schöner Teleport-Fail. Darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man ihn schon mal dabei hat. Wie gesagt, das ist wirklich... Wenn man so einen Tunnelblick hat, das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Wenn man wirklich nur so einen Tunnelblick hat und nicht weiß, was neben einem rechts und links passiert und was auf dem Radar abgeht, dann stirbt man. Das kann man nicht anders sagen. Übersicht ist alles. Map-Kenntnis, Übersicht. Kommt alles zu, das fügt sich alles zusammen und dann spielt man entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und die nächste Phase, Arkusklinge. Zack, den hole ich mir hier. Und hier die dümmste Situation überhaupt in dieser Runde, in dem Video. Ja? Warum laufe ich wie so ein Bescheuerter auf die zu, anstatt mal zu springen und meinen Teleport zu benutzen? So, die konnten mich einfach ohne Probleme wegschießen. Die haben mich gesehen, oh, da kommt einer in der Arkusklinge. Ja, den schießen wir mal weg und die schaffen das auch noch. Mann, warum springe ich nicht und benutze meinen Teleport? Das hat mich so genervt in der Szene, dass ich mich so blöd angestellt habe. Weil da wäre viel mehr drin gewesen. Wenn ich mit dem Teleport an die rangekommen wäre, hätte ich ihn, glaube ich, noch ein oder zwei da wegmessern können. Hier noch Glück gehabt, dass das Nachladen mit der Waffe rechtzeitig geklappt hat, bevor der Warlock seine Granate da reinschmeißen konnte im Gang. Und ja, jetzt gibt es ein bisschen schwere Muni-Action hier mit entgegen aller Erwartungen, die mir... sehr gut gefällt im PvP. Hat eine sehr langsame Feuerrate. Aber dafür schießt sie recht genau und hat einen ordentlichen Bums drauf, muss man da sagen. Und wer hat mich getötet? Es war Roan mit einer Fusionswaffe. Hm. Sag ja, mein Erzfeind in dieser Runde. Da ist er wieder. Aber diesmal... ah, zack. Giftschaden. Dawn, mein Junge. Ja. Kann genauso nervig sein wie deine Fusionswaffe. So gibt es immer irgendwelche Waffen, die andere Leute nervig finden. Schwere Munition kommt. So, der wollte mich snipen. Ich weiß nicht, was er versucht hat, warum er so lange gewartet hat oder ob er mich einfach nicht getroffen hat. Hat auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. So, dann kommt die nächste schwere Muni schon wieder. Ich warte natürlich, wie sich das gehört, auf meinen Teamkameraden hier, damit er sich die schwere Muni auch noch holen kann. Ein anderer war im Moment nicht in der Nähe. Das sieht man ja immer ganz gut oben auf dem Radar. Da weiß man, dann muss ich jetzt warten. Kommt dann noch jemand? Kommt keiner mehr? Er war der Einzige, der in der Nähe war. Oh, und dann warte ich natürlich mit dem Einsammeln der schweren Muni, damit er auch noch welche hat. Und dann wird die A-Fahne wieder verteidigt hier. Zone C eingenommen. So, jetzt auf zu C, ey. Damit wir mal wieder in die dritte Flagge hier bekommen. Das kann ja nicht sein, dass die Gegner hier eine Flagge haben, Mensch. Heute habe ich den Gegnern mal wirklich nichts gegönnt. Man sieht die Feuerrate von dem schweren MG. Es ist wirklich brauchbar. Da hockt auch noch einer. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit nur da gecampt und gesniped, weil ich habe hier eine Vollstrecker-Medaille bekommen. Das heißt, der muss schon einige getötet haben. Mindestens fünf. Weil sonst bekommt man keine Vollstrecker-Medaille, wenn man den tötet. Der saß wahrscheinlich echt die ganze Zeit da hinter einem LKW. So, die B-Flagge wird auch wieder hier gleich geholt. Nö, hole ich noch nicht. Nö, ich habe mir gedacht... bevor ich mich da blöd an die B-Flagge hocke, war noch so viel Rotes auf dem Radar. Ja, und da sieht man das nämlich. Wer hat mich getötet? Es war Roan mit der Gemurmel, mit der Fusionswaffe. Zum dritten Mal? Vierten? Keine Ahnung. Ich hatte keine Lust mehr zu zählen, wie oft der mich mit der Fusionswaffe hier weggeholt hat. Ich glaube, es waren aber viermal oder so in der ganzen Runde. Immer der Kerl. Ich glaube, ich bin auch, glaube ich, nur wegen dem gestorben. Das ist mein Erzfeind gewesen in der Runde, echt. Kommt aber immer oft vor, dass man so eine Runde hat. Oh, hier, schön die Nova-Bombe ausgewichen. Aber dass man so eine Runde hat, wo man einen Gegner hat, der einen das Leben schwer macht. Der Rest des Teams geht, aber dieser eine Gegner, der kann einen echt das Leben zur Hölle machen. Da gibt es in häufigen Fällen Runden, wo ein Spieler besonders raussticht aus dem gegnerischen Team. Ich glaube, das kennt jeder. Zone C verloren. So, und jetzt geht es hier auch Richtung Ende. Ich hole mir hier trotzdem nochmal die Punkte für die Eroberung. Natürlich keine Punkte liegen lassen. Und dann haben wir die Runde souverän gewonnen, würde ich mal behaupten.
Ein ganz nettes Gameplay mit der Dawn, finde ich. Also immer noch eine sehr, sehr solide Waffe. Ich habe sie jetzt ein paar Tage mal nicht gespielt, weil ich Falkenmond und Letzte Wort gespielt habe und habe sie heute mal wieder ausgepackt. Aber sie ist schon schön. So, die Runde geht zu Ende. Ich habe 34 Kills und eine KD von 6,8, was sich durchaus sehen lassen kann. Und dazu habe ich noch 6 Eroberungen, was auch nicht schlecht ist, und eine Punktzahl von 8.335. Zählt zu meinen besseren Runden, würde ich mal sagen. Aber sowas erspielt man halt auch nicht jedes Mal. So, und jetzt bin ich raus und ich hoffe, das Video ist als Entschädigung ganz gut, dass es keine Daily heute gibt. Und ich hoffe, morgen kommt eine Mission, die noch nicht dran war. Ciao, ciao!